Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich werde jetzt einmal meine Dias auf den Schirm bringen, hoffentlich. Ja, ich glaube, das funktioniert. Bevor ich starte, glaube ich, ist es mir noch ein Bedürfnis, auch zu sagen, wie toll es ist, dass wir es auch heuer wieder geschafft haben unter diesen Umständen. Und ich möchte auch persönlich noch einmal dem Richard danken für die Dinge, die er in der Öffentlichkeit für uns alle tut. Ich glaube, seine Wortmeldungen waren sehr erwünscht in dieser Zeit und freue mich wirklich, dass er auch als Stimme für uns alle gehört wird. Ja, also meine Aufgabe in den nächsten Minuten ist Update zu CAR-T-Cells, Neues von Zellen, Konstrukten und Targets. Das wäre der Titel. Ich habe ein paar Disclosures zu machen und möchte also vielleicht trotzdem, auch wenn ich dann nachher auf die neuen Dinge eingehe, ganz kurz über ein paar Updates und Indikationen sprechen, die schon kurz am Horizont sind, die am ASH-Meeting auch betan wurden in vielen Vorträgen. Dann möchte ich auf die neuen Konstrukte und neue CARs eingehen und was hier schon alles am Horizont ist. Dann ein bisschen was zu neuen Targets und dann vielleicht auch eine Sitzung beleuchten, die mir auch sehr gut gefallen hat, wo es dann schon über die CAR-T-Cells hinausgeht in die NK-Zell-Technologie und die adoptive Immunotherapie. Ich beginne jetzt einmal mit einem Durchlauf der Updates. Das Update der Zuma 1 von Sattva Nidapu in einem Poster, glaube ich, gezeigt. Und die Message von diesem Dia ist, dass die 4 Jahre Overall Survival Rate in der Zuma 1 Studie, das ist jetzt schon ein relativ langer Beobachtungszeitraum, bei 44% liegt. Also die Daten scheinen tatsächlich schön zu halten. Was aber jetzt, glaube ich, viel interessanter für uns an neuen Dingen ist, ist diese Studie Zuma 12, wo bereits einen Schritt weiter gedacht wurde und wo in einer Phase-2-Studie das Axi-Cell als Erstlinientherapie beziehungsweise als Konsolidierung im Rahmen der Erstlinientherapie bei High-Risk-Large-B-Cell-Lymphoma-Patienten eingesetzt wurde. Und das hat sich also so ergeben, dass High-Grade-B-Cell-Lymphoma mit MYC und BCL2-Translocations, also Double-Hits, beziehungsweise solche mit einem hohen IBI-Score inkludiert wurden. Die Patienten haben 2 Zyklen systemischer Therapie gekriegt und wenn sie hatten dann ein PET-Risiko-Assessment und konnten dann eingeschlossen werden in eine Leukapherese mit Plus oder Minus Bridging und dann anschließend gleich die CAR-T-Cells erhalten. Also eine, wenn Sie so wollen, eine First-Line-Konsolidierungsstudie. Und die Overall-Response-Rate bei dieser Studie war 85% mit 74% CR-Rate. Also das ist schon recht ordentlich. Und keine Progressors in dieser Zeit und Stable Disease 15%. Also das könnte richtungsweisend sein, wenn das so weitergeht. Ich selber konnte im Namen der Juliet Investigators dann ein Update geben für die Juliet-Studie über das Progression-Free Survival, das also nach 36 Monaten bei 31% steht. Das sind also die Patienten, die tatsächlich nicht nur überlebt haben, sondern keinen Relaps hatten. Und was wir in dieser Studie auch noch versucht haben herauszuarbeiten, sind ein paar Prognosefaktoren. Wir haben uns angesehen, die MYC-Expression im Tumorsample, bevor der Patient die CARs bekommen hat. Und wenn die hoch war, also über 40%, dann hat das einen schlechtere Duration of Response, schlechteren Progression-Free Survival und schlechteren Overall Survival bedeutet. Progression-Free Survival war zum Beispiel deutlich signifikant. Und wenn man das jetzt kombiniert, zum Beispiel mit der LDH, von der ja bekannt ist, dass sie als Marker für die Tumormasse ein Prognosefaktor
Faktor ist. Also wenn man Patienten mit normaler LDH und normaler und negativer Mückexpression zusammennimmt, dann kann man eine Gruppe herausfiltern von Patienten, die ein PFS von ca. 80%, 75 bis 80% hat. Und umgekehrt die Patienten, die also LDH normal waren, aber Mückpositiv, die haben deutlich schlechter abgeschnitten und die Patienten mit erhöhter LDH sowieso. Also da kristallisieren sich ein paar Prognosefaktoren raus. Für das dritte große Produkt, das ja jetzt am Zulassungshorizont steht, nämlich das Lysocell, habe ich herausgegriffen, die Outreach-Study, nämlich die Therapie im Sinne einer ambulanten Starttherapie. Das kann für uns schon noch bedeutend werden, weil wenn die Patienten mehr werden, wir ja durchaus auch in Europa vielleicht in Bettennot kommen werden oder in Zeiten wie diesen der Corona-Pandemie. Also das hat durchaus funktioniert, allerdings muss man schon sagen, dass dann doch am Ende 63% der Patienten eine Hospitalisierung gebraucht haben, aber immerhin ungefähr 40% der Patienten konnten das Ganze mehr oder weniger outpatient durchhalten. Und die Responseraten waren genauso wie bei den stationären Patienten, nämlich sehr schöne Ansprechraten, die Outpatients 79% Responseraten. Dann ist ja schon seit einiger Zeit bekannt, dass KTE X19, das jetzt beim Mantelzell-Lymphom in Kürze zu uns kommen wird. Ich zeige die Daten, weil das die pivotale Studie war mit objektiven Responsraten von 93% beim relapsierten refraktären Mantelzell-Lymphom mit durchaus schönen Responsplateaus. Und da gibt es auch eine Bestätigungsstudie eben auch mit dem Lysocell, sodass wir also jetzt schon sagen können, das kristallisiert sich auch als Schema heraus. Und Sie sehen, dass auch hier die Patienten, die in Blau gehalten sind in diesem Swimmer-Plot, in anhaltender Remission sind. Also es dürften CAR-T-Cells für Mantelzell-Lymphome in diesem Setting sehr hilfreich sein. Dann ebenfalls bekannt die ZUMA-5-Study, relapsiertes refraktäres follikuläres Lymphom, Responsraten für die Follikulären bei 94%. Die Karen Jacobson hat das auch beim ASH wieder abgedatet. Ich zeige das aber deswegen, weil man auch hier sehr schön die Duration of Response sieht. Also die Patienten, die ansprechen, die sprechen wirklich lange an. Und es gibt auch hier eine Bestätigung in diesem Fall mit dem TISA-Cell. Die ELARA-Studie, an der ja auch unsere Linzer Kollegen mitgemacht haben, von Nathan Fowler präsentiert und doch sehr ähnliche Daten, 82% Overall Response Rate und schöne Plateaus im Verlauf der Duration of Remission. Dann wechseln wir zur CLL. Da zeige ich die Studie, die noch nicht so gut bekannt ist, nämlich nicht die Tanja Siddiqui-Studie, die bereits mehrmals präsentiert wurde, sondern die TRANSCEND-004 mit dem Ibrutinib von Bill Wirda gezeigt, wo man also sehen kann, dass in der Kombination Ibrutinib mit Lysocell die Responsraten besonders hoch sind. Also es dürfte Sinn machen, diese Patienten in die CAR-T-Cell-Gabe hinein zu begleiten mit Ibrutinib und kriegt dann schöne Remissionsraten, besonders beim etwas höheren Dose-Level und mit 89% zum Beispiel MRD-Negativität, und die Swimmer-Plots zeigen auch, dass diese Patienten tatsächlich in CR oder in PR bleiben über längere Zeit. Also eine Möglichkeit, CAR-T-Cell-Patienten unter Ibrutinib zu behandeln. Das Schlagwort Ibrutinib, Julio Chavez hat gezeigt, dass Ibrutinib durchaus auch sinnvoll sein kann, um die Zellen vor einer Apherese so weit zu boostern bei Diffuse Large B-Cell Lymphoma, dass sich nachher die Zellen besser produzieren lassen. Und die Daten zeigen also, dass die im Arm 1, also in diesem Ibrutinib-Vortherapie-Arm,
durchaus höhere Cell-Counts und höhere Zellviabilität zu erreichen war. Und das ist, glaube ich, ein sehr interessantes Setting. Zum multiplen Myelom nehme ich einmal an, dass die Kollegen, die das Myelom behandeln, sich sicher äußern werden. Ich habe zur Not ein paar Backup-Slides. Aber kurz gesagt, die zwei großen Studien, die KARMA-Studie und die CARTITUDE-Studie, wurden in mehrfacher Ausführung gezeigt und haben also durchaus jetzt ansprechbare Langzeitresponse gezeigt. Ich bin aber aufgefordert, jetzt ein bisschen auf die Neuigkeiten auch einzugehen und werde jetzt einmal ein bisschen auf die neuen Strategien eingehen. Wenn man neue CARs designt, dann gibt es viele Möglichkeiten, wie man sie besser designen kann als unsere derzeitigen relativ einfach gestrickten CD19 Single CARs. Und ich werde jetzt einmal gleich auf die Möglichkeiten eingehen der Tandem- und der dualen CARs und noch ein paar andere Dinge dann erwähnen, die gezeigt wurden. Also was sicher sehr aufregend ist, ist der Miltenyi-CAR mit 20, CD20 und CD19 Aktivität von Peter Borchmann, die initialen Daten gezeigt, von, glaube ich, derzeit 12 Patienten. Das Interessante daran ist, dass das ein bispezifischer Tandem-CAR ist. Und dieser Tandem-CAR, der eben CD19 und CD20 gleichzeitig targetet, ist auf jeden Fall bei diesen ersten Patienten gut verträglich. Das konnte man zeigen. Nur wenige orange oder gelbe, also Grad 4, gar keine Grad 5 Events und nur wenige Grad 4 Events. Also alles, was sich im Rahmen hier auch bei anderen CARs zeigt. Und die Kinetik scheint sehr ansprechend zu sein. Viel mehr weiß man noch nicht, aber jedenfalls persistieren diese Anti-20, Anti-19 Tandem-CARs sehr schön. Also da sind wir dann schon gespannt auf die Efficacy-Daten. Ein anderes gegen zwei Antigene gerichtetes strategisches Verfahren ist, was hier gezeigt wurde in der AUTO3-Study, auch ein Update aus der Alexander-Studie, die bereits beim EHA gezeigt wurde. Die Targets hier sind CD19 und CD22. Und es kommt auch noch dazu, dass diese Patienten noch geboostert werden mit einem Anti-PD-1. Das hier ist ein sogenannter bicistronischer CAR, wo also zwei voneinander unabhängige CARs, nämlich 19 und 22, in einem einzigen Vektor verpackt sind und dann in die Zelle eingeschleust werden und dann separat exprimiert werden. Und man hat mit CD22 eben auch die Chance, aktiv zu sein, wenn CD19 einmal herunterreguliert oder mutiert sein sollte. Die Efficacy in dieser Studie, die jetzt schon ganz reif ist, mit ungefähr 50 Patienten, CR-Rate 51%, Overall Response 65%, sehr stark vorbehandeltes Kollektiv. Also es dürfte auf jeden Fall funktionieren. Ob es jetzt so viel besser ist wie die 19er, kann man wahrscheinlich noch nicht sagen. Und auch der Einfluss des Pembrolizumab ist noch nicht ganz klar. Es wurden verschiedene Dosing-Schema damit für Pembro ausprobiert und da kann man jetzt noch nicht viel sagen, aber jedenfalls gibt es sehr ansprechende Response insgesamt. Dann ein anderer CAR, der dual funktioniert, ist ein BCMA-CD19-CAR gegen dieses multiple Myelom, auf einer Plattform, die als FastCAR-T bezeichnet wird, chinesisches Unternehmen GC012F, Dual CAR. Und auch hier kann man sehr schön sehen, dass dieser duale CAR gegen BCMA und CD19 sehr gut funktioniert. Besonders interessant rechts unten die MRD-Negativitätsraten, die im Monat 3 und Monat 6 dann bei 100% liegen.
Dieser Car ist der 4S-Car, also der Turbo unter den Cars, von den Autoren auch schon seit einiger Zeit als der personalisierte Car bezeichnet. Was hier passiert, ist Folgendes, dass also CAR-T-Cells gegen die verschiedensten Antigene produziert werden und es wird vorher ein Staining durchgeführt. Hier zum Beispiel gezeigt für CD19 und CD70 und 44% der B-Zell-Lymphoma-Samples haben 84% haben gleichzeitig 19 und 70 Expression. Und was dann gemacht wird, ist, es werden sequenziell in diesem speziellen Fall zum Beispiel zuerst CD19 und dann ein CAR gegen CD70 gegeben. Und diese Kombinationen gibt es also für 1920, 1922, 1930, 1938, 70, BSMA und BCMA. Und wenn man das dann einsetzt, dann kann man zeigen, dass der Double CAR doch deutlich, oder sagen wir mal so, die zwei sequentiellen CARs doch deutlich stärker an Wirkung sind als die Single CARs, wobei die Single CAR-Wirkung in meinen Augen doch relativ bescheiden ist mit 23% CR-Rate. Aber ein interessanter Ansatz, also da können grundsätzlich bis zu 3 oder 4 CARs sequenziell vom selben Patienten gegeben werden. Wichtig für uns ist sicherlich die allogene CAR-Strategie, auf die wir ja doch irgendwie hoffen, weil es ermöglicht einen raschen Einsatz im Sinne einer Off-the-Shelf-Technologie. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil man die T-Zellen so weit vorbereiten muss, dass sie nicht nur abstoßend wirken. Es muss teilweise der T-Zellrezeptor ausgenockt werden. Wie Sie sehen werden, wird CD52 teilweise ausgenockt. Aber die Technologie funktioniert. Mich hat besonders fasziniert die Präsentation vom Sham Mailankody, der einen Allo-CAR gegen BCMA gezeigt hat, indem dann mit dem CD52-Antikörper die Vorbereitung erfolgt ist. Also kurz gesprochen, das ist der BCMA-CAR, ein allogener CAR, bei dem ausgenockt wurde CD52 und auch ein Teil des T-Zell-Rezeptors und wo dann die Vorbereitung mit Anti-CD52 erfolgt ist, um die Abstoßung GVA möglichst gering zu halten. Und da wurden zwei Produkte definiert, die beide funktionieren. Die Kinetik schaut sehr ansprechend aus. Die Kappa-Ketten verschwinden bei diesem Patienten, wie es gezeigt ist, und die objektiven Responseraten sind dose-dependent und doch auch auf jeden Fall sichtbar. 6 von 9 Patienten im Dose Level 3 und 4 sind in anhaltendem Response. Also da werden wir wahrscheinlich noch einiges mehr hören. Finde ich sehr spannend. Das gleiche gilt für den gegen AML gerichteten UCART 123 von Gail Robosch, gezeigt die Amelie 01 Phase 1 Studie, wo es aber in erster Linie Vorarbeiten gibt, also ein allogener CAR mit ebenfalls ausgenockt TCR und CD52, aber gegen das Antigen 123 und funktioniert in Mausmodellen und die Studie läuft jetzt. Also auch für AMLs scheint sich da jetzt was zu tun. Dann Marco Ruella hat auch einen interessanten Approach gezeigt, wo mit CRISPR-Cas genockt wurde und zwar CD5 in einem Anti-CD5-CAR, der dadurch deutlich wirksamer war ex vivo und wo man also durch diesen CRISPR-Cas-Knockout von CD5 eine schöne Wirksamkeit erzielt hat. Also auch zeigt, dass sich da unglaublich viel tut, technologiehalber. Dieses Dia habe ich schon immer wieder mal gezeigt. Also das sind die ganzen Antigene, die grundsätzlich studiert werden, auch in Form von klinischen Studien. Viele davon auch für uns jetzt schon mit einigen Patienten vertreten. Ich kann aber nicht auf alle jetzt da eingehen. Deswegen möchte ich vielleicht noch ganz kurz über den Tellerrand hinausblicken und
auf diese Sitzung hinweisen, die Immunotherapie-Sitzung Beyond T2NK-Cells, wo einige sehr interessante Sachen gezeigt wurden. Exemplarisch zeige ich die Präsentation von der Veronika Bachanova, die auch in der Juliet-Studie sehr aktiv war. Dort wurden allogene NK-Zellen bei Patienten mit relapsierten, refraktären NHL oder Myelom eingesetzt. Und das Interessante da ist, dass diese Zellen ex vivo bei einem HLA-haploidenten oder missgematchten verwandten Spender ex vivo expandiert wurden mit Nicotinamid, was zu einer massiven Expansion der NK-Zellen führt. Und da gibt es auch schon ein paar Daten. Ich glaube, es sind 19 Patienten, wenn ich mich recht erinnere, wo man also sieht im Swimmerplot, dass das durchaus funktioniert und dass hier auch einige Langzeitresultate erzielbar sind. Ein Jahres Overall Survival und Progression-Free Survival ist deutlich über 70%. Sind nicht nur DLBCLs. Dann in ähnlicher Form Phase 1 Trial Donor-Derived IL-2-Activated NK-Cells für die Transplanter. Und es gibt auch schon NK-Zellen, die über IPS-Plattformen engineert sind. Das ist auch noch etwas, was wir sehen werden. Damit bin ich eigentlich am Ende. Ich möchte vielleicht noch darauf hinweisen, dass unser CAR-T-Cell-Netzwerk am 22. und 23.03. ein virtuelles Meeting wieder für alle Zuweiser und Interessierten abhalten wird. Und ich hoffe, wir haben auch dort so viele Zuhörer wie hier in Salzburg. Vielen Dank und wenn es Dinge zu diskutieren gibt, dann freue ich mich sehr gerne auf unsere Diskutanten. Ja, danke Uli für die hervorragende Zusammenfassung sehr interessanter Neuigkeiten. Ich darf jetzt bitten, den Herrn Dr. Rutzki, den Dr. Leisch und den Dr. Clausen das virtuelle Podium sozusagen zu betreten. Und da vielleicht mit dem ersten Beitrag, den du gebracht hast und der in meinen Augen natürlich extrem interessant ist, auch für unseren Alltag sozusagen beginnen. Und das ist die Frage, inwieweit bei Patienten, die Double- oder Triple-Hit positiv sind und oder ein sehr hohes Risiko haben, man aufgrund dieser Daten in Wirklichkeit auch im Alltag die CAR-T-Zell-Therapie vorziehen sollte und nicht erst eine unter Umständen, vor allem wenn ein sehr geringer Response auf die initiale Chemotherapie aufgetreten ist, dann auch noch die autologe Transplantation mit Hochdosistherapie abzuwarten, von der man sich dann auch nicht sehr viel versprechen kann. Also ich postuliere das jetzt einmal sehr als Advocatus Diaboli. Und meine Frage ist, wie du selbst und wie das Panel diese Fragestellung sieht. Vielleicht darf ich ganz kurz darauf antworten. Also man muss schon sagen, der Sattva Nilapu, der präsentiert die Daten immer sehr, sehr gut, wenn sie schon ein bisschen reifer sind. Trotzdem ist die Patientenzahl nicht sehr hoch. Und was man sieht, ist, dass die Responseraten gut sind und dass die Response doch andauern. Meiner Meinung nach ein bisschen sind sie etwas besser als die Response mit den Chemotherapien. Aber ich glaube, das muss jetzt wirklich näher studiert werden. Ich darf in dem Zusammenhang übrigens darauf hinweisen, dass die Celgene-Studie, die wir immer noch laufen haben, eine Kohorte hat, in der sehr ähnlich Patienten eingeschlossen werden können. Also wenn ihr Double Hits habt, dann könnt ihr es uns auch gerne mal schicken. Also Studie ist natürlich immer gut, aber das ist auch gut, wenn sie zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, eine wichtige Information. Aber Dr. Rutzki, wir wissen ja schon aus früheren Daten, dass wenn man sich dann die Forest Plots anschaut, dass eigentlich die Patienten mit Double Hit und Triple Hit Lymphom, sofern man das aus den geringen Fallzahlen sagen kann, eher besser abschneiden unter der CAR-T-Zell-Therapie als Patienten, die diese Risikokonstellation nicht haben. Und natürlich, bis große Phase-3-Studien in dieser Konstellation durchgeführt werden, wird es lange dauern. Daher, wie sehen Sie denn die Situation? Wie würden Sie bei Ihren Patienten entscheiden, ob Sie bei solchen Hochrisikopatienten eine CAR-T-Zell-Therapie vorziehen? Oder sagen wir so, bei welchen Patienten würden Sie glauben, dass das gerechtfertigt wäre? Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir ja auch im Netzwerk schon mehrfach diskutiert haben. Und ich glaube, dass durch diese Daten, die jetzt in der First Line
ein bisschen vielleicht untermauert werden, aber sicher nicht bestätigt werden, weil das Follow-up ist kurz. Das hat der Kollege Jäger ja sehr schön formuliert. Ich glaube, da muss man einfach abwarten, ob da wirklich das Practice Changing ist und damit sozusagen die Erstlinie ausgehebelt wird. Aber ich glaube auch, dass man aus den Daten, die wir jetzt haben, sei es jetzt die Summe 1 oder auch das Juliet Trial, die auch schöne lange Follow-up-Daten liefern, beide im ASH bestätigend, dass da sicher jenes Kollektiv, die eine genetische Disbalance vorliegend haben, schon sehr, sehr profitieren von dieser Therapie und meistens ja auch als chemorefraktär gelten. Also im Prinzip hat man da zwei Argumente, weshalb man sicher mit einem immunologischen Setting wie CAR-Ts weiterkommen sollte. Der wichtige Punkt ist aber, wie macht man das jetzt im Praktischen, das, was Sie angesprochen haben, oder? Wie kann man solche Leute wirklich vorab planen, wenn wir wissen, dass die Leukapheräse eigentlich gebunden ist an das therapeutische Setting der CAR-Ts und das ist nun mal laut Indikation erst nach der zweiten Linie. Ich glaube, das ist sicher etwas, was wir mehrfach noch diskutieren werden, um mir Patienten, die ein solches Schicksal haben, ein solches Lymphom zu besitzen, einfach frühzeitiger evaluieren und unter Umständen in dem einen oder anderen Fall vielleicht wirklich die Leukapherese früher machen. Denn die Daten sind ja nicht nur diese Summa-12-Daten, die darauf hinweisen, dass die Zellen fitter sein müssen, sondern wir haben auch unzählige andere Abstracts, die ein bisschen so durch die Zeilen durchlesen lassen, dass wahrscheinlich eine frühe Leukapherese und eine hohe Fitness der Zellen für die CAR-Ts beneficiär ist. Also ich glaube, das ist in diesem Setting sicher wert, darüber nachzudenken, weil wir dadurch ja letztendlich die Therapie danach deutlich beeinflussen können. Aber wir müssen uns sicher im Netzwerk Gedanken machen, ob wir da eine gerade Linie machen, dass alle Zentren nach dem gleichen Muster vorgehen. Und ich glaube, mit dem, was wir erarbeitet haben, Uli, du wirst mir recht geben, glaube ich, wenn wir das jetzt ausschicken mit den neuen Daten geschmückt vom ASH, und deswegen habe ich da noch ein bisschen gewartet mit dem Verschicken, weil ich wollte einfach die ASH-Daten einfließen lassen, werden wir das an die Zentren und alle Hauptverantwortlichen kursieren lassen und dann werden wir uns was überlegen. Ich denke, das macht durchaus Sinn. Das wäre jetzt mein Kommentar. Dr. Leisch, wir haben ja gerade einen solchen Fall gehabt, der zufälligerweise dazu passt und der uns Kopfzerbrechen bereitet hat. Vielleicht können Sie ganz kurz schildern, wie die Konstellation war und wie wir uns dabei entschieden haben, aufgrund welcher Überlegungen. Also ein Patient mit einem Double-Hit-Lymphom hat zwar auf die Erstlinie-R-CHOP komplette Remission gehabt, aber 3 Monate nach Vollendigung dann ein Rezidiv oder Salvage-Therapie mit einem GDP bekommen und war nach 2 Zyklen stable. Und wir haben uns jetzt aufgrund dessen dafür entschieden, dass wir doch zum Axi-Cell in der Situation greifen, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir uns nicht erwarten können bei der Chemosensitivität, die diese Erkrankung hat oder nicht mehr hat, mit einer Hochdosistherapie einen dauerhaften Response zu bekommen. Wir haben zwar Stammzellen gesammelt, man könnte sie auch ich sage jetzt einmal, falls ein Rezidiv nach den CAR-T-Cells hätte, auch noch mit einer weiteren Salvage-Chemoimmuntherapie als Konsolidierung geben. Aber ich glaube, in diesem Fall der Patient hat da wahrscheinlich eine bessere Chance auf auf ein Langzeitüberleben mit den CARs als mit einer Hochdosistherapie. Ich sehe auch ein bisschen ein Nicken im restlichen Panel. Noch dazu ein großer Balg, den wir zwar jetzt wahrscheinlich bestrahlen werden, noch in der Zwischenzeit, aber in dem Fall verliert man mit großer Wahrscheinlichkeit nur Zeit und gewinnt nur Toxizität in Wirklichkeit. Also ich glaube, dass man das vertreten kann in dieser Situation. Und unfittere CARs. Ja, so ist es. Dr. Clausen, das ist Ihre Sicht. Was könnten Sie sich vorstellen, wie man das integriert in der Zeit? Also die Studie, das ist wichtig zu wissen, dass wir Patienten nach Wien schicken können. Aber wie ist denn Ihre Perspektive? Ich sehe das in dem vom Dr. Leisch geschilderten Fall genauso, natürlich in einer letztendlich stabilen Erkrankung ist ja nicht einmal eine partielle Remission und damit eigentlich ein klares Versagen der zweiten Linie und da ist sicherlich eine neue Therapiemodalität gefordert, wie die Immuntherapie. In der ersten Linie, ich denke, auch da wird wahrscheinlich die Entwicklung in die Richtung gehen, dass wenn wir nur eine partielle Remission erreichen, dass das wahrscheinlich dann schon à la longue wahrscheinlich sich doch in eine Indikation entwickelt für eine Immuntherapie und wir nur mehr bei Patienten, die wirklich eine komplette Remission. Also wenn es jetzt darum geht, wirklich die CARs in die erste Linie
zu nehmen, dann ist, glaube ich, die partielle Remission wahrscheinlich künftig doch ein Indikator dafür, dass wir wechseln sollten und nicht auf der Linie bleiben. Ich denke, praktische Aspekte da sind dann die Frage, ob wir Stammzellen gewinnen können, vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht ganz klar ist, wie jetzt das Outcome ist in Richtung PR, in Richtung CR oder frührezidiv, ob man da, wenn man Stammzellen gewinnt, diese dann eben auch verwenden darf für eine CAR-T-Cell-Therapie. Die sind dann zwar GCSF geprimed, aber grundsätzlich wäre es ja auch nicht unmöglich, aus einem GCSF-geprimten Produkt letztendlich dann die CARs herzustellen. Aber es ist, glaube ich, von den Firmen derzeit nicht gewünscht. Also wir hatten jetzt so eine Situation, wo dann nochmal eine extra Apherese durchgeführt werden musste. Ich sehe im Chatroom von Professor von Dominik Wolf, dass er sich artikuliert hat, aber ich kann nicht lesen, was er sagen möchte, muss ich ehrlicherweise sagen. Moment mal, ich versuche es nochmal. Vielleicht kannst du dich zuschalten, Dominik, und uns das einfach sagen. Ich rufe gleich zurück. Gell? Ciao, ciao. Entschuldigung, Richard. Genau, hört man mich? Ja, man hört dich. Ich habe nur gesehen, dass du im Chat geschrieben hast, aber ich kann nicht erkennen, was. Und danke, Richard. Wie sieht das Panel die Vielzahl und auch an dich, Uli, und an dich, Richard, die Vielzahl der technologischen Entwicklungen, die du aufgezeigt hast, die ist an sehr kleinen Patientenzahlen. Es ist natürlich, ist das wirklich gerichtete Science oder geht es in Richtung der Entwicklung der allogenen Stammzelltransplantation, wo wir uns bis heute eigentlich sehr schwer tun, randomisierte Studien durchzuführen? So sehr das wissenschaftlich spannend ist, so schwierig wirkt mir das im Moment für die strategische Entwicklung von CAR-T-Zell-Therapien. Wir haben einen extremen Wust und wir haben wie heute in der Allo, wir haben massig an diesen nicht randomisierten Retrospektiv-Auswertungen, kleine prospektive Serien, aber wirklich, und wenn man die Geschwindigkeit der Antikörpertechnologieentwicklung sich anschaut, habe ich ein bisschen Sorge um das Feld. Wie sieht das Panel? Also, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, aber wahrscheinlich, wenn man sich die bestimmten Entitäten raussucht, ich sage jetzt einmal die Double-Hit-Lymphome, dann sieht man ja auch an der Belinda-Studie zum Beispiel, dass eine randomisierte Studie grundsätzlich möglich ist für eine selektionierte Population von Patienten. Und ich könnte mir, also ich glaube ehrlich gesagt schon, dass wir für die Double-Hit-Lymphome, wenn wir das in der First-Line machen, High-Grade-B-Cell-Lymphome mit CAR-T-Cells betun, dann sollten wir das in einer randomisierten Studie prüfen. Die Frage ist nur, ist der Kontrollarm jetzt einfach R-CHOP oder ist es DAE-Bocher oder nur Chemo? Das sind ja auch Patienten, die grundsätzlich für bispezifische Antikörperstudien etc. ganz gut in Frage kommen. Die haben ja häufiger einen etwas höheren IBI und so weiter. Aber ich glaube, bevor wir da die CARs wirklich reinwerfen in die First Line, braucht man eine randomisierte Studie. Das ist mein Credo dazu. Wir werden es nicht für jede Entität und für jede Subgruppe kriegen können. Also das Problem ist natürlich ein bisschen, dass die, sagen wir mal, dass die Offenheit der Firmen gegenüber Europa nicht ganz so groß ist, wie wir uns das gerne wünschen würden. Und auch die, würde man sagen, die Studienbreite nicht die Breite hat, die etwa bei den bispezifischen Antikörpern sich entwickelt. Also das ist mit Sicherheit eine Konkurrenzfrage. Ich habe den Eindruck, dass die Firmen einen ganz, ganz hohen Druck haben, sehr schnell in den Verkauf zu kommen, weil eben eine so hohe Dynamik da ist, sowohl im CAR-T-Zell-Bereich als auch im Konkurrenzbereich der Antikörper. Also das ist sicher schwierig. Ich glaube, wir brauchen alle den gemeinsamen Versuch, mehr Zugang zu breiteren Studienaktivitäten zu bekommen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass zum Beispiel der Ansatz der Reach-Out-Studie, das glaube ich ist ein wichtiger Punkt, zu sagen, dass man das sehr gut auch unter ambulanten Bedingungen bei einem bestimmten Teil der Patienten durchführen kann. Das muss nicht unbedingt jetzt heißen, dass wir das alle sofort ambulant machen, aber es kann heißen, dass wir zum Beispiel die stationäre Nachbeobachtung signifikant verkürzen bei den Patienten, und würde einfach ganz gerne mal fragen, wie dieser Aspekt der Reach-Out-Studie von den übrigen Panelmitgliedern gesehen wird.
Also vielleicht kann ich auch gleich noch einmal beginnen. Also ich finde es schon wichtig, weil die Covid-Geschichte hat uns gezeigt, dass wir plötzlich in Bettennot sein können. Ja? Und dann können wir ja nicht alle Aktivitäten einfach einstellen. Wir haben es gerade noch irgendwie hingebogen, dass wir keine Verzögerungen hatten. Aber es wird in Zukunft sicherlich, wenn wir viel mehr CAR-T-Cell-Therapien machen, dann werden wir in den Außenbereich wechseln müssen. Es wird uns gar nichts überbleiben. Und also ich denke schon, dass das notwendig sein wird irgendwann einmal. Die Frage ist, wie selektionieren wir die besten Patienten dafür? Ja, ich denke nach der Frage des Lois Risk für die Komorbiditäten. Aber Dr. Lesch, Sie wollten dazu was sagen. Ja, also ich denke, ich weiß nicht, wie die Erfahrung des restlichen Panels ist, aber es gibt ja Patienten, die nach einer Woche stationärer Beobachtung gar keine Toxizität in irgendeiner Form gezeigt haben und die beobachten wir jetzt im Moment immer noch eine halbe bis eine weitere Woche, einfach weil wir es als Standard definiert haben. Aber bei diesen Patienten hat man da auch danach eigentlich gar keinerlei Toxizität gesehen in der bisherigen Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es denn anderen Zentren gegangen ist, aber das war so die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben. Also ich glaube ganz persönlich, es hängt ganz davon ab, welches Produkt wir einsetzen, oder? Wir wissen ja, dass manche Produkte einfach doch zu mehr Toxizität neigen. Und das Faszinierende am Lysocell und auch an Lysocell ist ja, dass sie doch deutlich weniger Aspekte in Bezug auf CRS, ICANS oder Neurotox, je nachdem, welche Methode der Auswertung verwendet wird, generiert werden. Aber ich glaube, wenn man in die Tiefe der Daten geht, und ich habe auch einmal bei BMS Celgene nachgefragt, das Problem ist, dass diese Population bei der Outreach-Studie nicht klar definiert wurde. Also es kann niemand wirklich sagen, welche Patienten da wirklich selektioniert wurden für dieses Outpatient-Setting. Und ich glaube, was man auch beachten muss, ich meine, 5 Tage danach wurden sie alle aufgenommen. Das heißt, im Grunde in der interessanten Zeit waren sie alle stationär. Das sind halt unsere Patienten schon stationär. Interessant wird es, glaube ich, erst dann, wenn die neuen Konstrukte kommen, die per se so gut verträglich sind, dass man wirklich eine ambulante Gabe und einen Großteil seiner ambulanten Nachsorge machen kann, weil das würde uns natürlich massiv entlasten, glaube ich. Dr. Clausen. Ja, meine Frage jetzt hinsichtlich des Details, ob die Patienten jetzt in dieser ambulanten Phase täglich gesehen wurden, weil es wird jetzt dann tatsächlich ja unseren Aufwand nicht minimieren. Für den Patienten ist es natürlich fein, dass er zu Hause sein kann. Aber wenn ein Patient 100 Kilometer Anfahrt hat, dann würde er wahrscheinlich sogar bevorzugen, stationär zu sein, statt täglich zu fahren. Aber da kenne ich jetzt die Details nicht. Also die wurden praktisch täglich gesehen. Täglich. Also die müssen in der Nähe vom Zentrum sein. Bitte, Dominik. Ich wollte nur sagen, es erinnert so ein bisschen an die Diskussion auch der autologe und allogene ambulant. Natürlich im amerikanischen Setting, wo daneben ein Hotel steht, wo der Patient quasi am Krankenhaus, im Krankenhausgelände ist, aber dann im Hotel mit einem Angehörigen untergebracht ist. Dieses Setting haben wir hier ja nicht, sondern wir haben die Patienten, glaube ich, alle von relativ weit her aus verschiedensten Tälern und in unserem doch eher sicherheitsorientierten System machen wir das wirklich nur in Ausnahmefällen. Und ich, auch in Heidelberg, die haben sehr viele Myelome ambulant transplantiert, sehen die dann aber natürlich täglich und die sind dann sehr krankenhausnah untergebracht. Also ich glaube, das ambulant ist immer so ein relatives ambulantes Management, ist mit relativ viel Struktur außenrum wahrscheinlich verbunden, könnte ich mir vorstellen. In der Konstellation auch mit einem hohen Organisationsaufwand, wo sich dann die Frage erhebt, ob das noch einen Gewinn gegenüber stationär mit sich bringt. Vielleicht bevor wir zu den Konstrukten gehen und deren Bedeutung, vielleicht noch zu den follikulären Lymphomen, wo du die Zuma-5-Studie, glaube ich, gezeigt hast, hat man ungefähr eine Vorstellung bei den follikulären Lymphomen, wie lang anhaltend die Immunsuppression bei den Patienten ist unter einer CAR-T-Zell-Therapie, weil angesichts der extremen, sagen wir mal, Dauer der Chemoimmuntherapie und der doch beträchtlichen Immunitätsdestruktion, die dabei stattfindet, mit einer teilweise ja 2-3 Jahre anhaltenden schweren Immundefizienz, mit einer Rituximab-Kombinationstherapie mit dem Bendamustin, erhebt sich natürlich schon die Frage, wie würde man das einschätzen, wenn man dort etwas früher wäre mit der CAR-T-Zell-Therapie? Und wie erwartet man sich sozusagen überhaupt einen Endpunkt, wenn man das in eine frühere Linie bei den follikulären Lymphomen bringen möchte? Naja, das,
Ja, das sind natürlich interessante Fragen. Da müsste man wahrscheinlich so ein Surrogat wie PFS Port 24 oder so nehmen. Dann könnte man vielleicht ein bisschen besser reden. Aber die Studien jetzt, die waren ja alle erst in den späteren Linien. Ja, also die Patienten waren alle wirklich ordentlich vorbehandelt. Und daher ist es relativ schwer zu sagen. Also man muss auch noch sagen, dass die amerikanischen Studien natürlich nicht so viel Bendamustin oder die amerikanischen Routinetherapien nicht so viel Bendamustin verwenden wie wir, weil da sind ja teilweise COP und dann CHOP behandelte Patienten etc. dabei, sowohl in der ELARA als auch in der Summa 5. Also ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil es war noch keine so richtig europäische Population dabei. Und über die Länge des Immundefektes, auch bei den schwer vorbehandelten nach der CAR-T-Zell-Therapie, gibt es da eine Vorstellung? Naja, die Daten sind ja erst 2 Jahre reif oder so für die Summa 5. Also das ist einfach nur zu wenig. Aber es verhält sich, einmal, was ich weiß, was jetzt die Immunglobulingaben betrifft, genauso wie die Diffuse Large B-Cell Lymphomas. Jetzt du hast, bitte, Dr. Rutzki. Also vielleicht nur ganz kurz, wir haben ja den Patienten beigesteuert in dieses ELARA-Trial in Linz und den haben wir ja jetzt auch in Nachbetreuung, weil es bei ihm leider zwar gut initial funktioniert hat, nach 3 Monaten komplette Remission, aber dann leider doch das Rezidiv und da muss man sagen, bei ihm war es sehr spät, er hatte das in neunter Linie. Also da muss man schon echt sagen, wahrscheinlich macht das schon wirklich Sinn, auch bei diesem Kollektiv an Patienten das weiter nach vorne zu rücken und nicht so spät zu geben. Weil das sind einfach, wir haben danach die Analyse gemacht, ob er wirklich noch zirkulierende T-Zellen im Sinne von CAR-Ts hat und haben gesehen, er hat die aber nur in sehr minderter Form und man muss fast suspizieren, dass die alle vom X-Hosted Phenotype waren, weil sonst hätte das Ganze ja noch länger angehalten. Er hatte keinen Antigen-Loss, also es muss in die Richtung gegangen sein. Deswegen glaube ich, durchaus eine Indikation, das früher anzusetzen. Vielleicht nur ein kleines Kommentar, bevor ich wieder abgebe, weil der Johannes das gebracht hat mit diesen Leukapheresaten, die man gewinnt unter Mobilisierung. Ein Grund, weshalb die Firmen das sicher ablehnen, ist, man weiß, dass unter GCSF der X-Hosted Phenotype massiv bevorzugt wird oder getriggert wird. Und das ist natürlich etwas, was man nicht haben will. Das ist der Grund, weshalb sie es eigentlich ablehnen, mobilisierte Leukapheresate heranzunehmen oder heranzuziehen. Ja. Ja, bitte. Ja, das ist interessant, weil ich meine, im Bereich der Spenderlymphozyteninfusionen ist es so, dass ich hätte auch gemeint, dass das einen Einfluss hat, die GCSF-Mobilisierung, aber es hat offensichtlich da keinen Einfluss. Also wenn man jetzt sozusagen ein zu großes Apheresat gewinnt und friert deswegen Zellen weg, um sie später dann als Spenderlymphozyten einzusetzen, kann man das eigentlich genauso machen, wie wenn man die aus dem Steady State gewonnen hat. Wobei ich selbst Untersuchungen gemacht hatte, in denen schon rauskam, dass also gerade die NK-Zellen offensichtlich in den GCSF-mobilisierten Apheresaten doch einen Defekt haben, einen Proliferationsdefekt. Hätte ich erwartet, dass es hier Unterschiede macht, aber es ist offensichtlich. Aber das ist wieder T-Zellen, ist wieder was anderes. Ja? Also ich glaube dir, dass Jakob, dass das da durchaus Probleme geben kann. Ja? Ich weiß es deswegen, weil wir es bei einem Patienten wirklich 3-mal versucht haben, 2-mal über Yescarta und 1-mal sogar über Tisagen. Und die Kollegen von Gilead, die haben sich dann wirklich in die Sache hineinvertieft und haben dann mehrfach nachgefragt, hat der Patient eine Knochenmarksbeteiligung, weil das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb die Leute ja schlechtes Leukapheresat bilden können, hat er nicht. Und dann war die große Frage, hat der irgendwie in kurzer Zeit davor immer wieder GCSF gesehen, weil sie eben Analysen gemacht hätten, wonach sie gesehen haben, dass wenn man zuvor öfter GCSF gegeben hat, die Leukapheresate eher einen X-Hosted-Phenotype hatten. Und deswegen, das war deren Argument damals, ist es eigentlich offensichtlich ein tragendes Argument, dass man das eben nicht machen sollte. Also was da, glaube ich, schon interessant ist, sind eine Reihe von Untersuchungen, die gezeigt worden sind beim ESH. Eines davon hat klinisch der Uli Jäger ja schon angesprochen, das ist die Ibotinib-Therapie in die Apherese sozusagen hinein, in der gezeigt ist, dass es entweder parallel gegeben, klinisch gegeben, mit einer erhöhten Rate an KT-Zellen und einer erhöhten Proliferationsrate verbunden ist. Interessanterweise gibt es Daten, die zeigen, dass eine im Transfektionsprozess stattfindende, also in der Kultur sozusagen stattfindende
Co-Inkubation mit PI3K-Delta-Inhibitoren einen signifikanten Schutz vor der Seneszenz und der Apoptose liefert und ebenfalls mit einer massiven Expansion verbunden ist. Was ich schon sehr interessant finde, weil man sich damit wahrscheinlich auch die systemische Toxizität spart und ganz ähnliche Resultate zumindest im Hinblick auf die in vivo Spezifität und Effektivität ist gezeigt mit Loxofree, das ein BTK-Inhibitor ist, der kovalent bindet. Und da ist sehr gut gezeigt worden, dass es bei Patienten, die Ibrutinib und KT-Zell-Therapie resistent sind, einen entsprechenden Effekt haben kann. Und dass es möglicherweise auch in der Kombination mit den KT-Cells interessant ist. Daher meine Frage, beginnend mit Uli und dann an das Panel. Wie kann man sich vorstellen, dass man eine stärkere Integration dieser Pathways in die Generation der KT-Zellen involviert? Gepaart mit der Tatsache, dass ja sehr schön gezeigt worden ist, dass aus einer minimalen Menge von peripherem Vollblut, ich glaube es waren 50 Milliliter, wenn ich das richtig gesehen habe, eine also mehr als vollständige Expansion der KT-Zellen möglich ist. Also ich glaube, da liegt viel Spielraum drinnen, aber wie ist deine Perspektive davon? Also ich glaube schon, dass das sinnvoll ist. Allerdings, es gibt so viele Wege, wie man die Zellen stimulieren kann. Du hast es ja schon gesagt, diese PI3K-Experimente, die waren hauptsächlich bei BCMA-Anti-Myeloma-CARs, wird wahrscheinlich auch bei den Lymphomen funktionieren, schätze ich mal. Aber ich glaube, die müssen auch erst zeigen, dass sie dann wirklich besser sind. Also da sind wir wirklich noch nicht so weit. Dass man einfach das Ibrutinib gibt, zum Beispiel bei der CLL, also da ist es, glaube ich, relativ schlagend, aber da hat man halt den Anti-CLL-Effekt auch noch mit dabei. Aber bei der CLL ist also der Arm in der Transcend-Studie mit dem Ibrutinib, der geht meiner Meinung nach besser als der Arm ohne Ibrutinib. Ist die Frage, was tragt das Ibrutinib jetzt wirklich bei? Aber es ist durchaus möglich, dass, wenn man das von vornherein gibt, auch bei anderen Lymphomen, dass das einen Sinn hat. Aber das sind halt auch wieder so Sterndeutereien, weil wir einfach zu wenig Daten haben zum jetzigen Zeitpunkt. Nein, ich glaube, es ist eher die Frage im Hinblick auf weitere Wissenschaftsentwicklung, weil man sagen kann, das sind Dinge, die sich ohne Gefährdung der Patienten relativ schnell eigentlich klären lassen würden, auch mit Modellen klären lassen würden. Und vor allem bei den stark vorbehandelten Patienten, die einer KT-Zelltherapie zugeführt werden, ist das möglicherweise tatsächlich von Interesse. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast im Großen und Ganzen, sozusagen waren Konstrukte von KT-Zellen oder von K-Konstrukten und auf der anderen Seite verschiedene Zellpopulationen. Jetzt vielleicht zu den kostimulatorischen Molekülen, da ist auch einiges gekommen, natürlich in vitro vorwiegend, die eigentlich in meinen Augen eher bestätigen, dass CD28 und 4-1BB schon die primären Kandidaten sind, aber dass wenn man sie kombiniert, also eine duale Co-Stimulation versucht, dann ist ganz interessant, dass entweder die Kombination 4-1BB plus CD28 oder eine ICOS-Kombination ganz interessant ist. Wie sieht denn das Pendel und der Uli Jäger die Frage der sozusagen Vermehrung der Co-Stimulation im Verhältnis zu bispezifischen oder Tandem-Cars, das ist ja auch die Breite sozusagen der Expansion der Fragestellungen, die der Professor Wolf angesprochen hat. Holt ihr mal zuerst ein? Ja, genau. Ja. Johannes. Ja, ich glaube, dass die Probleme eher noch bei den Targets liegen als bei der Co-Stimulation. Insbesondere, weil ja sonst auch, denke ich, schon so das eine oder andere Target durch eine Vortherapie künftig wahrscheinlich mit der vermehrten Verfügbarkeit von bispezifischen Antikörpern oder Antibody-Drug-Conjugates möglicherweise schon verbraucht ist, in Anführungsstrichen. Also dass das Target möglicherweise schon verloren gegangen ist für eine nachfolgende Therapie. Das hängt jetzt natürlich davon ab, in welcher Sequenz die Therapien kommen. Haben wir zuerst eine Antikörpertherapie und später KT. Ich glaube, dass da die KTs gut aufgestellt sind, wenn sie sich da eben nicht nur auf ein einziges Target verlassen, sondern eben mehrere Targets eben adressieren und vor allem eben auch andere Targets als die schon durch die
die spezifischen Antikörper möglicherweise vorher aufgebraucht wurden. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Erkrankungen, weil bei den Leukämien ist es wahrscheinlich ein sehr großes Problem, weil CD19-Loss ist dort prädominant im Relaps. Bei den Lymphomen kämpfen wir ja in erster Linie mit dem Microenvironment. Und die Frage ist, wie tricksen wir das Microenvironment so weit aus, dass die CARs dann wirksam sind. Also ob man das mit Co-Stimulation erreichen kann, bleibt dahingestellt. Die Studien mit dem Pembro zum Beispiel nach den CARs, die geben nicht viel her, zumindest die ich bis jetzt kenne. Interessant wird es, was passiert, wenn man das Pembro schon am Tag minus 1 gibt. Dort scheint sich was zu tun. Und das könnte ja dafür sprechen, dass wenn man es dann quasi an CAR gibt, der co-stimulatorisch gleich von Beginn an wirkt, dass der etwas wirksamer ist. Aber ich glaube, bei den Lymphomen ist unser Hauptproblem der Tumor selber mit seinem Microenvironment. Und da wären uns möglicherweise weder die bispezifischen, weder die dualen oder Tandems oder was immer und auch nicht die co-stimulatorischen so richtig weiterhelfen. Vielleicht jeder 10% oder so. Aber das Hauptproblem sitzt da drinnen im Tumor. Das ist mein Belief dazu. Dr. Leisch, letzte Frage, weil uns sonst ein bisschen die Zeit ausgeht, aber wir sind gerade noch in der Zeit. Die anderen Formen von Konstrukten oder von Zellen, die man verwenden kann, auf Shelf auf der einen Seite und NK-Zell auf der anderen Seite, bleiben wir vielleicht ein bisschen auf der NK-Zell-Seite. Wo würde sich denn das in besonderer Weise anbieten oder bei welcher Konstellation wäre das in einer besonderen Weise erkennbar? Bei den MHC-Niederregulierten, die schauen wir uns ja praktisch so gut wie nie an, ob das tatsächlich bei den Patienten der Fall ist. Kann man ein bisschen eine Vordefinition haben, weil man natürlich sagen muss, die Tatsache, dass NK-Zellen praktisch keine GVH machen, ist natürlich extrem interessant grundsätzlich. Und auch der andere Erkennungsmechanismus ist ganz grundsätzlich interessant, weil man nicht automatisch annehmen würde, dass da Cross-Resistenz in so wesentlichen Strukturen besteht. Aber was wäre denn eine Vorstellung jetzt rein hypothetisch oder von der Immunologie her, wo man sich NK-Zellkonstrukte in besonderer Weise vorstellen könnte? Ja, also vom klinischen Aspekt sind sie natürlich insofern interessant, weil sie, wie Sie gesagt haben, wenig GVHD machen und daher off the shelf natürlich prinzipiell gut verwendbar oder schnell verfügbar sind. Wo jetzt der Stellenwert der NK-Cells gegenüber den KT-Cells bei der jeweiligen Entität ist, ist natürlich reine Spekulation, weil es für das braucht man randomisierte Studien und randomisierte Vergleiche, damit man da einen oder auch In-vitro-Versuche mal, dass man da einen Unterschied oder sehen kann, was eventuell besser wäre. Und weil Sie im MHC angesprochen haben, das ist ja auch etwas, was CAR-T-Cells funktionieren, ja prinzipiell auch im MHC unabhängig. Aber die zu beantworten, wo jetzt wirklich der Stellenwert der NK-Zellen im Vergleich zu den CAR-T-Zellen bei den einzelnen Entitäten ist, glaube ich, im Moment eindeutig zu früh, das zu beantworten. Wir wissen relativ viel von den soliden Tumoren über die MHC-Down-Regulation, wo das ein sehr, sehr häufiges Phänomen ist. Wie schaut das jetzt bei diffus großzelligen B-Zell-Lymphomen etc. aus, aber auch bei anderen hämatologischen Neoplasien mit einer MHC-Down-Regulation als Ursache des Escapes? Ist teilweise auch beschrieben, aber ich glaube nicht, dass das jetzt bei den CAR-Ts das grundlegende Resistenzproblem werden könnte. Was vielmehr aber auch rauskommt, ist, glaube ich, das, was der Uli Jäger schon heute gesagt hat. Ich glaube, wir müssen neben dem Blick auf die Effektoren, natürlich ganz wichtig, deswegen befassen wir uns auch immer mehr mit dieser Immunphänotypisierung, auch den Tumor mehr phänotypisieren, weil es gibt einfach auch suppressiv aktive Kräfte in diesem Tumor, der letztlich die Effektoren, so effektiv sie auch sind, letztlich in ihrer Effektivität doch begrenzt halten. Und zum Beispiel ein Effekt, den man auch im Rahmen der Resistenz gesehen hat, war auch ein schöner Abstract, wo man gezeigt hat, dass CD58 zum Beispiel runterreguliert wird, neben
CD19 als Antigen-Loss sozusagen. Also das sind alles Aspekte, wo man wirklich sagen kann, je mehr man sich jetzt auf der einen Seite mit dem Immunphänotypen der Effektoren auseinandersetzt und je mehr wir auch in das Milieu hineinschauen, wo dann die Effektoren eigentlich tätig sein sollen, so generieren wir, glaube ich, mehr und mehr Wissen, wie wir eigentlich das Gesamtkonzept der CAR-Ts verändern können, um eine wirklich effektive und eine langanhaltende Therapie zu generieren. Ich glaube, das bei den NK-Zellen ist extrem interessant. Es gibt ja auch von MD Anderson kombiniert jetzt mit Takeda eine Phase-2-Studie, die kommen wird, auch in Österreich vermutlich. Und auch für mehrere Indikationen. Die Frage ist nur, wie lange ist der Duration of Response? Ist das etwas, was vergleichbar ist mit den T-Effektoren, die wir jetzt einsetzen? Oder ist das etwas, was vielleicht dann irgendwann verpufft? Da fehlen uns die Long-Term-Follow-Up-Daten letztlich, muss man sagen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, Dr. Clausen, dann war vor eineinhalb, zwei Jahren sowas ein New England Journal Paper über die AML und allogene Transplantation und die Downregulation von Erkennungsstrukturen mit Wiederherstellbarkeit des T-Zell-Responses und der Gamma-Interferon-Therapie oder Interferon-Therapie. Ich glaube, mich jedenfalls so zu erinnern. Würden Sie glauben, dass das für die AML beispielsweise eine Indikation wäre oder eine Anwendung wäre? Ich kann nur spekulieren, ehrlicherweise. Ich glaube, ein Punkt ist sicherlich, wie lange sind die NK-Zellen überhaupt dann in der Zirkulation? Haben die ein Potenzial für eine solche Langzeitproliferation im Patienten, die vergleichbar wäre mit den T-Zellen? Ich glaube, aus dem Bereich der allogenen Transplantation kann man wahrscheinlich mitnehmen, dass die Daten immer mehr darauf hindeuten, dass die NK-Zellen tatsächlich wirklich auch eine sehr frühe Immunbarriere darstellen oder einen frühen Rezidivschutz darstellen. Ob sie dann im Langzeitsetting dann wirklich dann auch übernehmen oder diese Funktion beibehalten oder ob sie da dann eher von den T-Zellen abgelöst werden, wie es ja auch in der Infektionsimmunologie ist, das muss man wahrscheinlich annehmen. Ja. Also letztendlich die chronische GVHD als in gewisser Weise als Barriere gegen das Rezidiv ist ja sicherlich eine T-Zell-vermittelte Antwort, aber auf der anderen Seite sicherlich auch bei den NK-Zellen der Vorteil, dass sie eben wahrscheinlich gut stimulierbar sind, ohne dass es zu einer GVHD kommt, wenn man jetzt allogene Zellen verwendet und möglicherweise auch zu keinem Cytokine-Release-Syndrom. Okay, ich glaube, wir haben einen breiten Bogen gemacht. Ich möchte mich nochmal bedanken beim Professor Jäger über die hervorragende Zusammenfassung bei allen entsprechenden Partizipanten an der regen Diskussion.